Es war ein Tag, wie es schöner nicht hätte sein können. Die weißen Berggipfel präsentierten sich im strahlenden Sonnenschein, während über 300 Gäste auf der Kesseralm mit Blick auf das Dachsteinmassiv am Grill standen und auf der Planei die größte Wintergrillparty Österreichs feierten. Ja, die Planei steht natürlich für Fantasie, für Inszenierung, für Innovation und so jetzt auch bei diesem Fest. Ja, geboren worden ist die Idee mit Johann Lafer beim Rodeln auf der Hochwurzenhütte. Und naja, dann haben wir die passenden Partner gefunden, von Weber Grill bis viele weitere Partner. Ja, und jetzt ist es angerichtet, die Veranstaltung heute ist ausverkauft, das Interesse ist wirklich weit über die Grenzen hinaus. Und ich glaube, das ist auch der Sinn, dass die Planei auch eine kulinarische Seite noch mehr die Auslage stellt. Neben Starkoch Johann Lafer standen 10 Grillmeister aus der Weber Grillakademie mit Rat und Tat zur Seite und gaben Tipps für das perfekte Grillvergnügen. Es wurde gewürzt, gehobelt und gerührt. Auch der steirische Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Dr. Christian Buchmann wohnte der Veranstaltung bei und ließ es sich nicht nehmen, neben Johann Lafer selbst am Grill zu stehen. Ja, der Winter ist was Tolles und Grillen ist was Feines. Wie toll muss dann erst Wintergrillen sein? So gesehen muss man nicht immer was Neues erfinden, aber wir Steirer haben ja einen genetischen Code, der sagt Innovation aus Tradition. Das heißt, wir arbeiten immer an neuen Produkten, an neuen Dienstleistungen und das in unserer Geschichte. Und heute ist Wintergrillen angesagt und das ist was Neues und das ist was Besonderes. Für das von Johann Lafer persönlich kreierte Drei-Gänge-Menü kamen ausschließlich regionale steirische Zutaten auf den Grill. Geräucherter Almenlachs, Almu-Rumsteak und ein steirischer Apfelschmarrn sorgten für steirisches Gaumenglück. Und denkt dran, nur so wie ihr kocht, so schmeckt es auch. Also von mir bekommt ihr nichts, das kann ich schon mal sagen. Ja, also ihr müsst dafür Sorge tragen, dass euer Essen auch wirklich was wird. Wir räuchern auf Zeternholz den eigenen Lachs heute hier. Also es werden dann hier 350 Seiten Lachs geräuchert. Dann gibt es ein Steak mit einer total tollen Barbecue-Soße und Bohnenbündel. Und dann machen wir einen Apfelschmarrn, einen steirischen Apfelschmarrn auf dem Grill. Der Starkoch selbst schaute den Gästen über die Schulter und gab wertvolle Tipps. Die renommierten Grillmeister verrieten ihre Tricks rund um das perfekte Grillvergnügen und machten die Gäste der Planei zu echten Grillexperten. Ja, also unsere Mitbewerber schlafen nicht, sage ich immer, und man muss permanent neue Angebote entwickeln, sich neue Werbeaktionen überlegen und das. Da ist die Region Schladming-Dachstein wirklich auch Vorreiter in der Steiermark. Ja, die Region Schladming-Dachstein ist bekannt dafür, dass eine der besten Regionen ist, wo das Angebot am Berg einfach passt. Und wenn man da hinten in die Reihen schaut, sieht man, warum das so ist. Und solche Speerspitzen-Event wie mit dem Johann Lafer heute bei diesem Kaiserwetter, das tragt sicher ein Scheiberl dazu bei. Der Erlös dieser gelungenen Veranstaltung ging an die Organisation Freizeit BSO in Rohrmoos, welche Menschen mit Behinderung tolle Urlaubs- und Freizeiterlebnisse ermöglicht. Bei herrlichstem Sonnenschein dürfen wir heute den Leuten, die was zu Gast sind, auch ein bisschen was nicht nur einheizen im Griller, sondern auch was auf den Griller legen, damit es was Gutes zum Essen gibt. Und ich bin überzeugt davon, dass diese gute Idee eine Fortsetzung finden wird. Dass 350 Leute das machen, was ich sage, und sie das Essen dann auch, was sie gemacht haben, selber essen müssen. Und ich hoffe, dass jeder einigermaßen mit seinem eigenen Essen zufrieden nach Hause geht. Die Gästeliste war international und die Premiere dieses Grillfestivals war ein voller Erfolg und sorgte für Begeisterung. Mit der Idee des Wintergrillen wurde eine völlig neue und innovative Veranstaltung ins Leben gerufen. Ob Promis, Gäste oder einheimische Grillmeister, der Spaß und die Begeisterung war spürbar. Denn das Thema Grillen und Schnee passt ebenso perfekt zusammen wie Steiermark und Genuss.